56,25 Tage im Flugzeug. World of Hyatt Promotion hat heute ihren Start. Und Eurowings startet die Basis in Stockholm neu. Die Ziele sind auch bekannt. Ganz wichtig, den Kanal abonnieren, die Glocke anschalten, unten kommentieren und dann ganz, ganz lieb wäre es, wenn ihr den Beitrag liked. Aber ihr könnt das auch erst machen, wenn ihr den ganzen Beitrag gesehen habt. Skandinavien ist anscheinend ein Gebiet, in dem es sich lohnt zu fliegen. Wir haben heute zwei Themen, die Fluggesellschaften betreffen in Skandinavien. Einmal ist das die Norse Atlantic Airways. Das ist irgendwie so der Nachfolger der Norwegian. Dann haben sie nämlich jetzt das erste Mal ihre Zulassung von der DOT bekommen. Das ist das Department of Transportation in den USA. Von denen braucht man eine Genehmigung, um bei den Nordatlantik fliegen zu dürfen, um nach Amerika zu fliegen. Und man hat auch Ende letzten Jahres das AOC bekommen. Dann hat man kurz vor Heiligabend, ich glaube am 20. Dezember war es, eine 787-9 bekommen. Und die Basis ist Oslo in Norwegen. Ja, man hat jetzt auch angefangen, Personal zu hiren, hat auch mit Gewerkschaften gesprochen in den USA, möchte in den USA 700 Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter einstellen. Und dieser Gewerkschaftsvertrag ist laut Auskunft auch einer der besten, bevor überhaupt eine Fluggesellschaft gestartet ist. Ja, wie ich ja schon sagte, am 20.12. landete die erste 787-9 Dreamliner. Bestellt sind 15 Stück. Davon sind 12 Stück besagte 787-9er und 3 Stück sind 787-8er. Also man geht nicht den Weg mit Airbus, den XLR, LR oder wie auch immer über den Atlantik fliegen, sondern man nimmt einen schönen White Body. Man möchte auch die Fluggesellschaft sein, die den geringsten Verbrauch pro Passagier hat. Und um das hinzubekommen, werden sie eine High-Density-Bestuhlung haben. Das heißt, es wird kuschelig, warm und eng vor allem. Das ist das, was Norge macht. Also, ich hatte es ja schon gesagt, es ist ein Nachfolger der Norwegian und die sind ja nicht unbedingt bekannt dafür gewesen, dass sie viel Platz gelassen haben, aber die Preise waren stimmig. Flughäfen, die angeflogen werden, sind Flughäfen. Da musste ich bei einem selber nachgucken, weil ich nicht sicher war, wo das war. Aber ihr könnt ja mal selber überlegen. Also Fort Lauderdale, das kennt jeder. Stuart, das war schon schwieriger. Und dann, ganz wichtig, war Ontario. Ontario ist in Los Angeles Area. Das heißt also, wenn man auf der I-10 Richtung Palm Springs fliegt oder fährt, vielmehr in dem Fall mit dem Auto vom Flughafen, dann kommt das vor Riverside. Und Stuart war der Flughafen, den ich, kann ich gar nicht. Das ist in New York. Also das heißt, man hat Ziele an der Ostküste, man hat Ziele an der Westküste und in Florida. Also insofern, klassische Urlaubsziele, geht da ein bisschen den Ryanair-Ansatz, fliegt Flughäfen an, die kein Schwein kennt. Aber schauen wir einfach mal, was passiert. Also Fort Lauderdale ist ja das, was ich kennen würde, und Oslo. Wünschen wir Ihnen einfach viel Glück. Ich selber bin kein Freund von High-Density-Bestuhlung, aber abwarten, Tee trinken. Vielleicht haben die mehr Erfolg als die Vorgängerfirma Norwegian. Der nächste Kandidat, der in Skandinavien expandiert, das ist die deutsche Eurowings. Die fliegen ja zurzeit schon aus Köln, beziehungsweise sind aus Köln nach Stockholm geflogen. Das ist ja eingestellt worden. Und die wollen die Basis starten Ende März. Haben auch schon 3 Strecken auserkoren. Hamburg-Düsseldorf wird ja irgendwie schon angeboten. Aber es soll jetzt Köln, Kreta und Rhodos angeflogen werden. Des Weiteren sind folgende Ziele, die noch dazukommen sollen, ist Alicante, Barcelona, Berlin, Birmingham, Faro, Gdansk, Kopenhagen, Malaga, Nizza, Palma de Mallorca, Prag, Pristina, Rom. Die sollen auch im Frühjahr starten. Also hartes Brot, was da in Stockholm gebacken wird. Da sind ja viele Fluggesellschaften hin, auch die Finnair. Ich persönlich weiß jetzt nicht, wie ich den Move von der Eurowings halten soll. Ich weiß, dass das vielleicht von der SAS nicht so als freundlicher Akt empfunden wird, zumal es sich ja um eine Lufthansa Group Airline handelt. Wenn sie Starlines Vorteile geben würden, zumindest, dann wäre das eine Alternative, aber so weiß ich in ehrlicher Weise nicht. Starlines ist auch das Thema, was jetzt kommt.
ein First-Class-Upgrade beim Heathrow Express. Das gibt es seit einigen Jahren, aber ich bin heute noch mal darauf angesprochen worden. Deshalb wollte ich das in der heutigen Folge einmal besprechen. Wer also mit dem Heathrow Express in die Stadt möchte, also von London Heathrow nach Paddington das erste, das ist, wo der Express fährt, der kann ein First-Class-Upgrade kostenlos bekommen mit der Goldkarte. Das heißt, der Vorteil in dem Business-First-Class-Wagen, so heißt das ja, Business-First-Class-Wagen, ist, dass man mehr Platz hat, dass man einen Tisch hat, dass man auch eine Steckdose, einen USB-Stecker hat an jedem Platz. Und vom Paddington kommt man ja auch relativ gut mit der U-Bahn weiter, das habe ich sehr oft gemacht. Oder wer möchte, kann natürlich dann auch ein Uber nehmen. Macht für mich keinen Sinn in London, ich bin dann lieber so ein Underground-Fan. Die Fahrt kostet im Standard Express 25 Pfund, Return würde 37 Pfund kosten und wenn man First Class bezahlen müsste, wären es 32 Pfund und als Return 55 Pfund. Das heißt also, man spart 7 Pfund. Wie geht das mit dem Upgrade? Ganz einfach, ihr kauft euch eine Standard-Fahrkarte, geht mit der Fahrkarte lockerlässig in die Business First Class rein, macht es euch bequem und wenn der Schaffner kommt, Fahrkarte zeigen. Goldkarte zeigen, entweder digital oder in Plastikvariante. Ich schaue gerade, ob ich meine hier noch irgendwo habe. Ich habe noch meine Senatorkarte, meine alte. Einfach die Karte zeigen. Wichtig ist das Goldlogo. Das heißt also, ihr könnt von Scandinavian Airlines den Eurobonus Gold haben. Von der United, von egal von wem. Also es muss nur eine Starlines Goldkarte zeigen. Wichtige Einschränkung in den Terms and Conditions steht drin, dass man kein reduziertes Ticket kaufen kann und darf, weil die sind ja 90 Tage vor Abfahrt, sind die Schweine günstig. Die waren bei 5,50 und ich muss euch ganz ehrlich sagen, aus eigener Erfahrung, aber auch aus der Erfahrung von vielen Kunden, das klappt trotzdem, aber auf eigenes Risiko, weil es in den Terms and Conditions anders drinsteht. Also Schaffner hat kontrolliert und ich habe das gezeigt und er sagte, okay, also gab keine Diskussion. Vielleicht war er nicht so fest mit den Bedingungen, aber ich will es nur sagen, damit da keiner Schmerzen bekommt. Wo wir schon in England sind, geht das auch schon weiter mit der British Airways. Für den Kunden ist mir aufgefallen, dass seine Voucher verfallen. Der Status ist ja 2 Jahre verlängert worden, die Voucher sind nur 1 Jahr verlängert worden. Und es wäre doch schade, wenn die Upgrade-Voucher nicht verlängert werden würden. Leider werden sie nicht automatisiert verlängert, deshalb angerufen und gesagt, hey, ich habe da noch Voucher, was passiert denn damit? Nach einer Wartezeit am Telefon, und das war selbst für ein Gold, also für ein Executive Gold, schon relativ lange, wurde dann gesagt, ja, nee, komm, kein Problem, machen wir 6 Monate. Also ist die Verlängerung 6 Monate. Wäre ja schade drum, wenn man die verfallen lassen würde. Warum? Ganz einfach, weil man damit Punkte- oder Meilentickets, aber auch bezahlte Tickets upgraden kann. Nochmal mein Hinweis an British Airways, macht's doch automatisch 6 Monate, dann ist es doch okay. Zumal man ja wirklich mit dem Anrufen da echt bescheuert wird. Fluggesellschaften geben ja normalerweise Zahlen bekannt, wo man dann so hört, ja, also wir haben so viel Flugzeuge bekommen, wir haben so viel Umsatz gemacht, wir haben so viel Passagiere gemacht und. Also relativ langweilige, trockene, dröge Veranstaltungen. Aber da ist die S7 aus Russland etwas anders. Die haben folgende Zahlen bekannt gegeben. Natürlich haben die gesagt, ja, wir haben 17,8 Millionen Passagiere gehabt. Davon waren 16,3 Millionen Inlandspassagiere. Dann sind sie 261.047.638 Kilometer geflogen. Das sind zusammen 340 Mal zum Mond, so haben sie es gesagt. Aber jetzt kommen die spannenden Sachen. Der beste Kunde ist 312 Mal geflogen im Jahr 2021. Hat geschätzte 81.000 Minuten im Flugzeug verbracht. Das sind 56 Tage und ein Vierteltag. Also 24 durch 4 sind 6 Stunden. Man hat 110.287.786 Kilogramm Gepäck geflogen durch die Weltgeschichte. Und es wurden 3-mal mehr Fahrräder, Surfbretter, aber auch Golfgepäck, also alles, was mit Outdoor-Sportarten zu tun hat, geflogen als in 2019. Das heißt also, der Russe ist gesünder geworden. Finde ich doch sehr gut. Also wieder ein Vorteil von Covid. Jetzt noch ein Thema für alle, die bei Hyatt sammeln. Es gibt bei Hyatt die Promo Business Bonus Journey. Und diese Bonus Journey ist ab heute live.
Und ganz wichtig ist, dass ihr euch dafür anmeldet. Ihr müsst euch anmelden bis zum 15. März. Die Promotion geht bis zum 20. April. Und ihr bekommt für jede zweite Nacht 2022 Punkte, maximal für 20 Nächte. Heißt also, anmelden, damit ihr die Punkte hier nicht verpasst und vergesst. Eine weitere Promotion, die ich einfach nur außer der Reihe und unangekündigt euch sagen möchte, deshalb lohnt es sich auch immer, das Video bis zum Ende zu gucken. Scandinavian Airlines hat ja diesen Monat noch die Vierfach-Promotion. Das heißt also, ihr könnt mit 12 Flügen, also Segmenten, um ganz genau zu sein, ja, 48 Segmente bekommen und ihr braucht 45 Segmente, um den Eurobonus Gold zu bekommen. Mit dem Eurobonus Gold, richtig, kommt ihr in London in die First Class in der Heathrow Express Bahn. Nein, aber ernsthaft, ihr bekommt Senator Lounge Zugang, Freigepäck, Upgrade und. Also das sind alles Vorteile. Ihr habt dieselben Vorteile wie ein Senator, außer halt den Companion Award als Beispiel. Und natürlich logischerweise könnt ihr auch eine Silberkarte vergeben von Scandinavian Airlines. Hat außer auf Scandinavian Airlines keinen Wert, weil man damit mehr Gepäck nehmen kann. Also insofern denkt da auch daran, dass ihr quasi noch 14 Tage habt. Heute ist der 15. 31 Tage, also 16 Tage habt ihr noch, ohne heute dann 15 Tage. Zwei Wochen, jeweils ein Wochenende nehmen. Zu schaffen ist das. Also ich habe heute nochmal Beratungen durchgeführt, eine Menge, und bei zweien habe ich es nochmal durchgerechnet und ich habe da auch nochmal Hinweise gegeben, wie es geht. Damit sind wir auch schon wieder am Ende bei Frequent Traveler TV Takeoff von der heutigen Sendung. Nochmal der Hinweis, jetzt könnt ihr liken, wenn ihr die Sendung bis jetzt durchgesehen habt, und ganz, ganz wichtig, abonniert, Glocke an und kommentiert. Ich freue mich drauf, wenn wir miteinander in den Austausch gehen und weiter kommunizieren oder auf WhatsApp. Da habe ich ja auch in den Shownotes den Kontakt. Also ich freue mich. Bis bald. Ciao.